Und wieder einmal begrüßen wir euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge Shukibanuki Daily. Hier bekommt ihr von uns live aus dem Studio von Sascha und von mir, Pujan, die tägliche Tagesdosis unnützes Wissen, sprich Angeberwissen. Und wir fangen wie immer mit einem Geburtstagskind an. Ja? Ich bin froh, dass du so viel gesagt heute hast. Heute am 1. Mai? Wer hat Geburtstag? Heute am 1. Mai, Entschuldigung, Oliver Bierhoff hat am 1. Mai Geburtstag. Oliver Bierhoff ist nämlich am 1. Mai 1968 auf die Welt gekommen. Woher kennen wir Oliver Bierhoff? Golden Goal. Golden Goal bei der Europameisterschaft 1996 geschossen. Zack, die Deutschen zum Europameister gemacht mit dem allerersten Golden Goal überhaupt im Fußball. Ich weiß nicht, ob er danach noch irgendwas gerissen hat, außer jetzt beim DFB als, was ist der, Sportdirektor oder so? Ne? Irgend so ein Quark. Irgend so ein Quark. Ja. Er wurde am 1. Mai in Karlsruhe geboren. Und hat schon für italienische Fußballclubs wie AC Mailand gespielt. Udine, und, Udine, da war er ganz lange. Richtig. Und ist aktueller Manager der deutschen Nationalmannschaft. Ja, das sagen sie alle. So sieht's aus. Ja. Was hast du mitgebracht? Ja, heute ist 1. Mai. Und heute ist auch Tag der Arbeit. Ja, das ist ein Feiertag. Verstehe ich nicht. Feiertag überall, wo du hinguckst. Wenn es doch Tag der Arbeit ist, wie ist dann Feiertag? Feiern! Das ist ja nicht Feiertag da. Ich gehe da gar nicht drauf ein. Feiern überall, egal, haben alle frei. Ich will es einfach nur verstehen. Haben alle frei, außer wir. Wir arbeiten ja hier. Für euch, das ist doch keine Arbeit. Für euch etwas zu tun, ist keine Arbeit. Keine Arbeit. Das ist Maloche. Ja, genau. Ja. Was hast du da mitgebracht am 1. Mai? Am 1. Mai 1949 entdeckt, und jetzt muss ich mal ganz kurz. Entdeckt. Sieht so ein bisschen aus wie Dr. Brausefrosch. Ist gewollt. Ich habe seine Brille gefunden. Ja. Auf jeden Fall. 1949 am 1. Mai entdeckt der niederländische Astronom Gerard Peter Kuiper. Was ist das denn für ein den Bild, Neptunmond Nereid. Das ist der Neptunmond, oder das was? Das ist der Neptunmond Nereid. Benannt wurde der Mond nach den etwa 50 Nereiden, das sind Meeresnymphen, aus der griechischen Mythologie. Sie sind die Töchter, die schönen Töchter des weisen Greises Nereus, dem Prophetie und der ständigen Verwandlung nachgesagt wurde und seiner Gemahlin, der Okeanide Doris. Das ist der Neptun. Das ist der Neptun. Und für euch zur Info, der Neptun ist von der Sonne ausgezählt mit einer Entfernung von durchschnittlich 4,5 Milliarden Kilometern. Der achte und äußerste Planet im Sonnensystem. Er wurde im Jahr 1846 aufgrund von Berechnungen aus Bahnstörungen des Uranus durch den französischen Mathematiker Urbain Le Verrier von dem deutschen Astronomen Johann Gottfried Galle entdeckt. Natürlich. Genau. Und so sehen, oder hat man sich diese Meeresnymphen vorgestellt, diese Nereiden, nachdem dieser Mond eben auch benannt wurde. Mhm. Also, ich muss sagen, die gefallen mir ein bisschen besser als so ein komisches Geröll da oben. Ne? Findest du? Also jetzt so nackige Frauen findest du besser als Geröll? Irgendwie geht das eher an mich. Boah, du bist ja total, also komplett komisch, ne? Ja, ich weiß. Eigenartig. Total also ganz komische Typ. Total brutal. Ein ganz komischer Typ, der Puja, würde ich sagen. Ha? Ja. Ja. Ja, das war Shukibanuki Daily mit deiner Tagesdosis Angeberwissen. Jetzt kannst du wieder rausgehen und kannst erzählen, boah, was ich alles weiß über den 1. Mai. Ja, nicht nur, dass Feiertag ist, sondern Bierhoff. Und das mit dem Mond, was ich nicht verstanden habe, ist auch ganz was wichtig. Was ich nicht verstanden habe. Ganz wichtig. Ich habe es verstanden, das ist wichtig. Dann sage ich noch, cheerio, Miss Sophie, feiert noch schön den 1. Mai. Bis zum nächsten Mal. Ciao.